Ja, wir freuen uns, dass wir heute hier den Langnese-Spielplatz nach der Bauzeit von mehreren Monaten endlich wieder eröffnen konnten. Und wir sehen viele Menschen und Kinder, die Spaß haben. Langnese kennt jeder, das Eis, ne? Die sponsern das Ganze auch. Ne? Jedes Jahr geben die eine kleine Summe für den Unterhalt hier aus und versorgen auch heute die ganzen Kinder ordentlich mit Eis und die Erwachsenen. Das Aktionskonzept Kinder im Park, das ist der ganze Spielbogen, den man hier kennt. Angefangen unten beim Robinson-Spielplatz, dann haben wir die Dornspitzberge neu gebaut am Rosarium, jetzt hier oben fast an der B1 den Langnese-Spielplatz. Dazwischen liegt noch das Regenbogenhaus. Das heißt also, das ist eine ganz lange Achse von Norden nach Süden, die entsprechend nur für Kinder spielen mit den ganzen Spielgeräten, Wippen und Musikgeräten. Also eine Achse nur für Kinder zum Austoben. Das Highlight, glaube ich, hinter mir ist für Kinder immer Wasser. Matschen, Matschtische, Wasserpumpen, das ist spannend. Und was hier auch das Schöne ist, ist die Rollratterbahn, also wo man mit Bobbycars über diese kleinen Wege hier fahren kann, die befestigt sind, wo man sich so richtig austoben kann oder eben nicht in der Wiese stecken bleibt. Und wenn man dann doch mal vom Bobbycar fällt auf dem schmalen Weg, dann fällt man nach links und rechts in weichen Sand oder aufs Gras. Wir haben immer, wie wir es auch bei den anderen Spielplätzen machen, zugesehen, dass wir Geräte haben, die auch inklusiv genutzt werden können. Also falls mal ein Kind mit Rollstuhl dabei ist, dass man auch zum Beispiel jetzt die Matschtische unterfahren kann, dass man an die Schaukel gut rankommt. Wir haben auch eine sogenannte Mehrgenerationsschaukel, wo also Mama und Papa mit drauf sitzen können und schaukeln können. Und das sind so die Sachen. Also wir wollen keine extra Inklusionsspielgeräte haben, sondern wir wollen inklusives Spielen ermöglichen. Ne? Einfach ganz normal als Gemeinschaft. Wir wollen niemanden Weisheit. Wenn ich jetzt hier mit meiner Familie hinkomme, habe ich eine Chance, irgendwo gastronomisch etwas zu essen oder zu trinken in der Nähe? Ja, das nächste ist, wenn man hier ein Stückchen runter geht, unterhalb des Rosariums, das Café an den Wasserbecken, aber auch Zimt und Zucker hat offen, am Wochenende die Pusteblume, also es gibt mehrere Möglichkeiten, das Café Durchblick, ja. Man verhungert nicht. Wir sind jetzt gerade zufällig hier vorbeigekommen und wir finden ihn also sehr schön. Also ich habe gerade schon gesehen, der ist ja sogar behindertengerecht, also ein Kind mit Rollstuhl konnte hier gerade schon spielen. Das mit den Bobbycars ist natürlich ein totales Highlight gerade. So das Ganze, die ganze Optik natürlich total niedlich gemacht mit diesen kleinen Häuschen und dieser Ritterburg-Optik.